Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Grand Casino Tycoon. Wir sind in dem Level, wo wir letztes Mal neu angefangen haben. Sieht man eigentlich irgendwo den Levelnamen? Nee, ne? Leider nicht, schade. Ich hab's verdrängt. Warte doch, wenn wir Escape drücken. Da. The Fountainhead Palace. So, da läuft es gerade noch nicht ganz so rund. Wir haben es jetzt halbwegs alles gedeichselt, dass die sich halbwegs hier wohlfühlt. Aber wir müssen irgendwie euch nochmal umlotsen. Ich überlege gerade. Wir müssen, also mein Plan sieht so aus. Ich möchte gerne hier die Touristen hin verfrachten. Das wird natürlich zur Folge haben, dass wir hier ein bisschen den Bereich umgestalten müssen. Ich sag mal so, das Level wäre so viel einfacher, wenn wir natürlich mehr Geld hätten und direkt einmal hier das kaufen könnten, einmal hier und einmal da. Dann hätten wir nämlich hier einen Bereich, da einer und da einer und keiner würde sich auf den Senkel gehen. So einfach ist es aber leider nicht. Deswegen müssen wir mit dem Vorlieb nehmen, was wir haben. Und ich werde versuchen, hier entsprechend diesen Bereich zu öffnen. Für die Touristen. Das Blöde ist halt, dass sowohl Gewohnheitsspieler als auch Influencer die gleichen Sachen mögen. Aber wobei. Ja, doch. Ich hätte jetzt nur kurz überlegt, ob ich nochmal neu anfange, aber ich will es jetzt erstmal so versuchen. Wir können es ja später immer nochmal schauen, ob wir das hinbekommen. Anders. Wenn wir es dann nicht geschafft bekommen. So, auf jeden Fall geht ihr euch nicht so sehr auf den Senkel. Das ist schon mal gut. Ihr hasst es, nüchtern zu sein. Oh Gott. Ja, da müssen wir doch mal was gegen tun. Haben wir denn hier? Wir geben da mal ein bisschen mehr Gas. So lange wie eine stinkende Toilette. Ja, wahrscheinlich, weil du hier standest. Ich muss mal schauen, wenn wir hier diesen Durchgang dann haben. Wir könnten jetzt nämlich jetzt kaufen. Dann würde ich sagen, machen wir hier so einen schmalen Weg rum und gucken, dass wir das einfach nur umpositioniert bekommen. Warte mal, geht ihr als erstes was futtern? Ne, ihr geht erst dann zum Automaten. Alles klar, dann könnten wir dich einmal dahin positionieren. Das sollte uns nicht schaden. Also, dann machen wir eine neue Trennwand. Und hier die Wand einmal weg. So. Jetzt hätten wir hier den Touristenbereich. Dann schauen wir mal kurz. Was macht ihr denn als erstes? Ihr geht zum Business-Buffet. Das heißt, das muss auf jeden Fall möglichst nah am Eingang stehen. Machen wir das mal hier hin. Dann geht es zum Spielautomaten mit hohem Einsatz. Da müssen wir jetzt erstmal forschen. Moment, das ist ein lauter, ne? Ihr mögt laut nicht. Ihr hasst laut, alles klar. Dann erwerben wir einmal den. Dann geht er in eine luxuriöse Bar. Nochmal mampfen. Und dann zum Tisch, alles klar. Solange ihr nicht hier hinlauft, ist es okay. Warte mal, ich positioniere dich mal um. Pack dich mal. Hallo? Einen nach rechts. So, die anderen sollen jetzt aber auch nicht unbedingt hier hinlaufen. So, und am Ende geht er aufs Klo. Das heißt, ist es okay, wenn ihr diese Toilette benutzt? Ich
pack dich mal etwas weiter weg, weil ich will nicht, dass die hier rüberlaufen. Verstehst du auch umgesagt nicht, weil hier eigentlich genug ist. So, vielleicht bist du nicht weit genug vorne. Wie viel Zeit hätten wir noch? Oh, nicht mehr so viel. Aber wir nähern uns bei den anderen Zielen. Das heißt, es läuft monetär deutlich besser. Das finde ich schon mal super. Oh, sehr viele Leute finden was nicht. Ach, hier fehlt hier ein Bartisch. Okay, warte mal. So, ist zwar ein bisschen kuschelig, aber es ist, sollte jetzt alles so noch begehbar sein. Was möchtest du gerade? Ach, aufs Klo, okay. So, was brauchen wir hier noch? Luxuriöse Bar und Spielautomat mit hohem Einsatz. So, da ihr hier so viel am Mampfen seid. Brauchen wir hier, glaube ich, noch ein paar weitere Tische. Oh, die sind aber teuer. 15.000. Ja gut, sind auch welche mit hohem Einsatz, ne? So, die luxuriöse Bar müssen wir auch erstmal noch erforschen. Wir haben es Gott sei Dank geschafft, dass die nicht mehr hier oben ist. Ich hoffe jetzt nur, dass die Distanz... Warte mal, ich pack dich mal hier hinten hin. Einfach, weil ich mal wissen will, ob wir jetzt die von da oben weglocken oder nicht. Was ist dein Problem hier? Toiletten. Ja, ich glaube, wir brauchen einfach... noch eine weitere Toilette. Die Frage ist nur, wohin damit? Okay, damit haben wir sie leider wieder hier rüber gelockt. So, hier fehlt noch die luxuriöse Bar. Die müssen wir noch erforschen. Da. Nehmen wir mal Wein. Ich glaube, die kamen tendenziell immer besser an. Wir brauchen auch noch einen Tisch mit niedrigem Einsatz. So. Es fehlt uns nur noch die luxuriöse Bar und dann hätten wir es. Aber wir brauchen auch noch die entsprechenden Tische dafür. Wobei, ich mache das einen versetzt. Pack euch jetzt hier auch mal einen runter. Wollen wir? Ja. Mayflower has visited my establishment. So, bitte geht's hier lang. Nein! Das falsche Buffet. Ach Gott. Na, du freust dich immerhin über die Gastronomie. Ich pack euch mal ein Feld weiter nach oben. Aber immerhin mit den Automaten kriegen wir die ja, ne? Das ist schon mal gut. So, was mögt ihr denn? Ihr mögt Clubmusik. Wo rennst du jetzt hin? Ach, du haust wieder ab, okay. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz mitbekommen.
So, wir haben jetzt alle Gruppen vertreten und es ist jetzt einigermaßen stabil, würde ich mal behaupten. Wobei ihr hier gerade ein bisschen eskaliert. Oh, ihr seid gerade richtig angepisst. Ja, was geht ihr auch hier hin? Ich dachte eigentlich, ich hätte euch hier richtig gelotst. Also, ihr geht als erstes zu den Spielautomaten mit niedrigen Einsätzen. So, warum gehst du hier hinten hin? Hier ist doch alle... Ach, warte mal. Nee, doch. Hier kommt man durch. Hä? Wir machen es noch anders. Ich reiß mal hier die Wand ein. Weil hier hinten ist gerade viel zu wenig los. Ich wage irgendwie zu bezweifeln, dass ich diese Mission eben so einfach mit 5 Trophäen hier abschließen werde. Das mit den Einnahmen kriege ich vielleicht hin, aber ich glaube nicht, dass ich die Beliebtheit packe. Wir versuchen es trotzdem. Wir könnten auch mal ein bisschen was für die Optik tun. Fällt mir doch mal so ein. Einfach so ein Goldesel hier. So, also die Touristen sind, glaube ich, unser geringstes Problem, weil wir die sehr gut hier reingelotst bekommen. Ich glaube, ich muss jetzt zumindest so ein bisschen Raumtrenner hinmachen. Und ich glaube, warte mal, hier sind einfach, glaube ich, zu wenig Automaten. Kann das vielleicht auch noch mit reinspielen? So, wo stehen wir jetzt? Bei 66, bei den Slot-Zombies. Ambiente, okay. Da sollten wir dringend mal nachbessern. Dann machen wir da noch einen rein. Einen machen wir hier noch rein. Die setzen wir dahin. Wird das Ambiente auf jeden Fall schon mal etwas pushen. So, die Influencer sind zufrieden. Weil Ambiente bei allen noch fehlt. Oh, was denn hier? Ach, das stinkende Klo mal wieder. Ich finde, wir könnten noch mal was erforschen. Manipulation. Der Pipi-Preis. Und große Lautsprecher, die sollten wir mal erforschen. Dann können wir ein bisschen besser planen. Riesige Dekoration. Oi, oi, oi. Wir könnten hier sehr viel Schabernack treiben. So, und die getarnte Kamera, die erforschen wir mal. Würfelchen hin. Für mehr Ambiente. Hat sie nicht die großen Lautsprecher? Yes. Warte mal, wie ist eigentlich bei Rausch? Okay, das wird nicht beeinflusst. Oh, mit ganz viel Glück, wenn wir ein bisschen Glück haben mit dem Timing. Ach, warte mal, hier muss ich auch nochmal was fürs Ambiente tun. Wie gesagt, wenn wir ganz viel Glück haben mit dem Timing,
könnte das vielleicht mit unter Umständen doch was werden hier. Also, jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen besseres Ambiente. So, bei euch fehlt das Ambiente. Weil sich hier alles am Klo knubbelt, toll. Gönn uns mal ein paar weitere Tische, würde ich sagen. Tischspiele. Und wir brauchen auch hier ein bisschen Überwachung. Oh, jetzt habe ich genau auf sie das Objekt gesetzt, glaube ich. Dann würde ich hier nämlich ganz gerne mal... Blackjack ausprobieren. Moment, ist das der Blackjack-Tisch? Ach so, nee, dann drei Kartenpuppe, entschuldigt. So, wo stehen wir denn aktuell? 66, ihr seid immer noch... Ja, die Slot-Zombies, das sind noch die, die am meisten... Könnt mal hier ein bisschen Alkoholisches ausschenken. Mal gucken, ob wir das dann positiv beeinflusst bekommen. So, noch ein bisschen mehr die Mucke fokussieren. Ah, Moment, stopp. Haben wir jetzt gerade wen eingesperrt? Machen wir es so. Warum sind die Touris jetzt wieder? Konnte kein Spielautomaten finden. Das ist doch Quatsch, hier sind doch genug. Warte mal, hier haben wir leider Mist gebaut. So, es wird besser. Oh, selbst die Slot-Zombies haben wir einigermaßen wohlgestimmt. Wir könnten mal versuchen, ob wir über die Preisbildung noch irgendwas geregelt bekommen. So, die Gewohnheitsspieler, die sind auch noch nicht so ganz happy. Ups, ja, Moment. Einmal wieder raus hier. Ja, wir haben schon ein starkes Bier, okay. So, bei den Touris, da gucken wir auch mal. Ich verkaufe mal eben die ganze Musikanlage hier hinten, damit wir die einmal ersetzen. Oh! Wobei doch, das war gar nicht so verkehrt, aber jetzt haben wir wieder was gelernt. Mit einem Doppelklick kann man alle Soundanlagen eines Typs auswählen. So, hier hinten auch noch mal ein bisschen Beschallung. So, wer bricht jetzt wieder ein? Wieder die Gelegenheitsspieler, ne? Gewohnheitsspieler, entschuldigt. Boah, das mit anderen Gästen, das ist so mega gassig, vor allem wenn die den gleichen Ablauf haben. So, wer hat jetzt überall ein Problem? Ja, ihr sucht freie Spielautomaten. Okay, da müssen wir eben ein bisschen nachbessern. Ist hier irgendwo
wo Platz ist, immer noch einen zwischenkriegen. Sonst schon sind wir bei 87%. Oh, warte, wo stehen wir? 71. Die verdammten Gewohnheitsspieler. Was ist denn hier euer Problem? So, warte mal. Ich möchte nicht wieder mit Doppelklick machen, obwohl, doch, wisst ihr was? Wir machen es mit Doppelklick. Zack. So. Dann einmal die Musik ganz neu erfinden. So. Damit euch die Musik ein bisschen mehr erfreut. Oh. Die anderen Gäste, die foppen euch sehr hart. Und ich packe ihn mal hier rein. Damit auch hier hinten man an die beiden Automaten rankommt. So, ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.